1. Servus und hallo an meine Zuschauer. Willkommen an diesem bei mir Montag. Ja, mich haben einige gefragt, ob denn am Dienstag ein Video kommt. Ich habe es noch nicht bejaht, ich habe es noch nicht beneint, weil ich selber nicht so genau wusste. Ich denke mal, es kommt natürlich schon eins. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich bin gerade beschäftigt. Ich habe den IHC-Hausen, wie man hört. Ja, es wird schon wieder dunkel. Ja, es ist halt nun mal die Jahreszeit. Ich kann leider nichts dafür. Ich habe am IHC den Mulcher dran. Und ich habe eigentlich vor, meine Wiesen jetzt noch zu mulchen. Ich muss bloß einmal die richtige Höhe noch finden. Weil ich da gefragt worden bin das letzte Mal, sag mal beim IHC, das komische Zischen, was da war. Was war denn das? Kann ich euch sagen, das war die Hydraulik. Ich habe den Hebel ganz unten gehabt und dann macht er da immer ein bisschen Geräusche. Normal gehört er nicht ganz runter. Das könnte schon ein wenig Arschstramm sein. Vertiefmulchen will ich ja auch nicht. Ich will ja nicht das Grünzeug rausreißen und danach Erdboden haben. Ich will noch ein kleines Stückchen länger, dass er mehr nach hinten kippt und nicht so weit nach vorne. Zack, zack, zack. So vielleicht. So. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, ich habe das Mulchgerät dran. Und ich habe vor zu mulchen. Zeit wird's, weil bevor jetzt wirklich dann nochmal richtig die Regenperiode rangeht, ich mulche jetzt die Wiesen. Auf denen ich jetzt Mist gestreut gehabt habe. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird. Ja, das könnte funktionieren. Das Mulchgerät ist auf die schnelle Zapfwelle drauf gesteckt. Ich brauche nicht so viel Drehzahl, spart ein wenig Sprit. Ihr kennt mich ja, ich mache das eigentlich immer so. Lass mal nicht mal anlaufen. So, da kommt er schon. Und da läuft er schon. Ich mache mir die Heckscheibe zu. Sonst wird mir das hier ehrlich gesagt ein wenig zu laut. Und ja, ich bin das letzte Mal noch gefragt worden, hast du kein Kabinenlicht in der Nähe? Doch, natürlich haben wir Kabinenlicht. Halogen-KLED. Hier oben. Das ist der kleine Schalter, der wird einfach bloß nach hinten gedrückt quasi. Also hier hinten wird drauf gedrückt, dann geht's an. Ist kein Licht, das angeht, wenn die Kabine, die Tür aufgeht. Also so fortschrittlich ist der IHC noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Es ist schon wieder ziemlich dunkel, tut mir leid. Ist halt nun mal die Jahreszeit und das ist, wenn man arbeiten geht, ich kann es halt nicht ändern. Ne? Jo, ich wünsche euch viel Spaß, auch wenn ihr wieder nicht viel seht. Mit knapp 1000 Touren. 1000 Touren, das sind bei der schnellen Zapfwelle circa die 540 Umdrehungen. Wer es nicht glaubt, mir wurscht, es ist so. Ja, Höhe haben wir eingestellt, das müsste eigentlich laufen, hoffe ich doch. Also was ich jetzt hier mache, ist eigentlich mehr oder minder abmähen, aber wie ich schon gesagt habe, mähen wird schwierig, schaffe ich nicht mehr zeitlich. Deswegen habe ich gesagt, ich muss mulchen. Wir haben ja das Mulchgerät von der Jagdgenossenschaft aus. Von daher ist es wurscht. Lässt sich ja noch rausschwenken. Könnte man eigentlich auch mal machen. Er schwenkt natürlich in die andere Richtung, ist ja klar.
Ja, da haben auch einige Leute gesagt, Mensch, man merkt wieder mal an dem Bulldog, da fehlt irgendwie eine gescheite Arbeitsbeleuchtung. Ich weiß auch das, ja, weil ich da immer wieder mal gefragt werde, was ist denn mit der Arbeitsbeleuchtung? Magst du jetzt da nichts? Du hast nochmal gesagt, du magst da was. Ich habe gesagt, ich möchte halt gern was machen, ja, ist richtig. Aber es ist mir verboten worden, ich darf nicht. Der Schlepper gehört ja nicht mir, ich kann da nicht einfach was entscheiden, wenn meine Leute sagen, die wollen da keine Zusatzbeleuchtungen dran, weil das dann zu umständlich, zu aufwendig, zu teuer, zu alles ist. Ich habe gesagt, ich mache es auch selber. Nein, 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 wollen sie nicht. Ja. Was wir gesagt haben, was wir eventuell einmal probieren, vorne LED-Lampen reinmachen in die Beleuchtung. Eventuell bringt das schon was. Und die zweite Option, die wir gesagt haben, was man noch versuchen könnte, dass man ja eventuell, ich weiß es nicht, hinten noch eine zweite Leuchte ranmachen. Das wäre so eine Option, die eventuell besteht. Mal gucken. Fehlt im Moment mir ehrlich gesagt da die Lust und die Zeit. Ich habe ein wenig anders zu tun. Ich habe gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Bei mir wird ja jetzt ein bisschen was umgestellt. Die aus der WhatsApp-Gruppe wissen das. Wir machen mal das Licht an, dann seht ihr mich wenigstens. Zumindest besser als vorher. Ich habe in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass die Hanna wegkommt, mein eines Pferd. Ich weiß, da werden einige dabei sein, die dann sagen, oh nee, wieso tust du das Pferd weg, warum, weshalb, wieso? Ja, es tut mir leid, es fällt mir selber schwer, es geht aber leider nicht anders. Ich habe die Hanna als Fohlen gekriegt, ich habe sie von klein auf, aber das Problem ist, mir fehlt die Zeit für die Ausbildung von ihr. Mir fehlt die Zeit, ihr was beizubringen. Sie ist relativ jung. Man ist jetzt eigentlich so gesehen im besten Alter. Und man merkt es ihr an in der Hinsicht. Sie möchte etwas erben, hat ja aber nichts zu tun. Ja, stelle ich leicht von rum. Ja. Sie möchte gerne arbeiten, hat nichts zu tun und lässt natürlich dann quasi ihren, sag mal, Frust an die anderen raus. Sie ist ein gelehriges Pferd, sie möchte was lernen. Ich kann es ihr nicht beibringen. Und ich meine, das merkst halt in der Hinsicht. Sie ist nicht ausgelassen und das lässt sie halt dann an die anderen raus quasi. Naja. Halt ihr dran glauben. Deswegen kommt sie weg, auch wenn es schwer fällt, auch wenn ich sie wie gesagt seit klein auf habe und gerne behalten würde. Aber anders geht es leider nicht. Schade, traurig, aber vielleicht von ein oder anderen auch verständlich. Es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht darum, dass ich unbedingt ein Pferd haben muss und zeigen muss, was ich alles kann und habe und überhaupt, sondern es geht hier ums Tierwohl, das ist ganz wichtig. Und wenn ich dem Tier nicht gerecht werden kann, dann muss ich eine Entscheidung von mir aus treffen und kann nicht sagen, naja, das geht halt nicht. Auch wenn es schwer ist.
auch gespannt. Haben sie neu geteert. Bislang fährt sie sich ja nicht schlecht. Jetzt fahren wir an die Wiese. Oder auf die Wiese, die am Bahngleis liegt. Und es ist 17.35 Uhr. Die Uhr habe ich noch nicht eingestellt. Ja, Viecher habe ich vorhin schon alle fertig gemacht. Also Tiere sind alle versorgt. Das ist kein Problem. Ja. Wenn du mir entgegenkommst, ich bin bereit. Ja, habe ich vorhin alles versorgt. Das heißt, ich kann jetzt wirklich bis kurz vor 6 Uhr arbeiten. Also 6 Uhr, ihr wisst es ja, der ein oder andere, ist bei uns die Zeit, wo wir Abendessen tun. Und naja, es hat sich halt so eingebürgert, dass man schaut um 6 Uhr, dass man schon daheim ist. Ist immer schwierig, ja, weil gerade jetzt im Herbst muss man schauen, man hat ja Arbeit, man muss noch so viel machen und tun, aber es hilft ja alles nichts. Man möchte ja trotzdem irgendwie schauen, die Familie soll nicht hinten anstehen. Dann schaut man, dass man rechtzeitig fertig ist. Ja, da müssen wir an die Autos vorbei. Lieber zweimal gucken, nicht, dass wir dann was ramponieren. Sonst wird es teuer. Jetzt muss natürlich einer von unten entgegenkommen. Der fährt zu, komm. Husch. Dein Spiegel nicht weg. Aber man will ja nichts ramponieren mit dem breiten Mulcher. Der Mulcher hier hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern. Und jawohl, genau da habe ich drauf gewartet. Da steht einer in der Engstelle. Idioten! Oh, ich könnte mich aufregen. Wirklich wahr. Ja, du musst jetzt warten, ich bin Brenner. Ich werde sich leider in den Weg gestellt. Ich komme so um, also was? So, Heiligsblechler, nett, boah, jetzt, auf der Biken aufgestellt, noch der Heilig, vor Margo über den Haufen. Also manchmal ist man eigentlich still. So, jetzt wollen wir gerade rüber. Wenn denn die Straßenverhältnisse noch zulassen hier. Gib Gummi, komm, gib Gummi. Gib mit. Ja, wow, wir haben es quasi geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Also das ist immer etwas unschön, hier runter zu fahren, weil du über die Bundesstraße musst. Hinten gibt es eine Ampel zum drüberfahren. Die ist ja wirklich à la Bonheur, genial. Aber hier auf der Vorderseite, wo ich rüber muss, da gibt es keine. Und ich komme mit dem Ladewagen zum Beispiel oder mit der Presse, komme ich nirgendwo anders runter. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Wo ist denn meine Wiese? Ah, das da muss es sein. Genau, weil da ist der Graben und am Graben wollte ich anfangen. Ich bin langsam. Mein Chrome-iPhone will ich nämlich auch nicht, das wäre jetzt nicht gut. Bin ich jetzt da richtig? Oder bin ich jetzt da richtig? Ah, hallo? Ah, nee, das doch! Das ist der Grund. Zwischen die Wiesen. So rum. Ich muss wirklich sagen. Oh, ich bin zu weit vorne. Ups, bei Dunkelheit schwierig. War gar nicht meine Wiese. Der Hans Kasper, dem die anderen Wiesen nehmen, trocken, der hat mein Pfahl rausgezogen. Der hat sich mit seinem Mähwerk auch getraut, in meine Wiesen zu mähen. Wie könnte ich? Deswegen finde ich meine Wiese so schwierig hier unten, weil die Marktstraßen weg. Die müssten wir quasi mit dem Vermessungsamt erst nochmal suchen, die Marktstraße. Ja, ja. Mein Pfahl, das ist hier unten, die Wiese war immer. Der zuerst kommt mit mir hin, der hat alles. So, ist alles schön und gut, aber ich habe die Wiese wieder und ich sehe das nicht ein, dass hier irgendjemand anders mäht. Es ist halt nun mal meine. Und da braucht nicht jemand mein. Da fahre ich jetzt dann mal her. Und mach das einfach. Nichts gibt's. So.
Halten wir mal das Mulchgerät rein. Da haben wir kleine Chromarmen mit rausmulchen. Klapp, 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 klapp. So, da läuft er auch schon. So, ja, vielleicht sollten wir vorwärts kommen, leider. Das könnte unter Umständen sinnvoll sein. Dann muss man ein wenig aufpassen, weil reinfahren in den Graben will ich nicht essen. Teilweise etwas mit Feuchtigkeit und Wasser. Jawohl. Da muss ich nicht unbedingt drin rumeiern. Vor allem nicht jetzt um die Jahreszeit. Ich meine, ich habe zwar ein IHC Allrad, da will ich ja nichts sagen, aber ja, was nicht sein muss, muss nicht sein. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und wozu kann man das Mulchgerät ausschwenken? Das muss ja einen Sinn und Zweck haben. Das ist ja nicht zum blöd gucken, sondern es ist ja wirklich zum Nutzen. So komme ich halt ein wenig weiter rüber und will den Graben immer ein bisschen frei halten, weil wenn der zu euch zuwächst und du willst im Frühjahr dann hier mähen oder Wiese schleppen und es ist alles zugewuchert, also im Frühjahr geht es noch, aber ich sage mal spätestens bei der ersten Heumahd hast du das Problem, wenn du nicht aufpasst, dann fährst du da rein. Ist mir dieses Jahr passiert. Auch nicht schlimm gewesen und die Jahreszeit, wo es mäßt, ist nicht so dramatisch, aber wenn es nicht siehst, ist es doch ein wenig schöner, da kann man vorher reagieren und macht eben nicht den Fehler, dass man versehentlich reinfährt. Muss ja auch nicht sein, was nicht muss, muss nicht. So, hier hinten am Bahngleis muss ich jetzt ein wenig aufpassen mit dem Mulchgerät. Durch das, dass die Bahn hier fährt, haben wir das Problem, dass Gleisbettsteine hier runterfliegen. Da muss man ein bisschen aufpassen, ein wenig Acht geben. Erstens mal will ich den Schlägel nicht kaputt machen. Die sind ja neu. Und ja, das zweite ist, die Dinger müssen wir auch nicht unbedingt erwischen. Das kann unter Umständen zu Schäden am Schlepper führen. Nicht so schön. Na ja, schauen wir mal. Wenn es rumpelt, dann wissen wir wenigstens, was ist. Die Jahreszeit brauchen wir wenigstens nicht so viel Gedanken machen, dass es irgendwelche Brände dann gibt, so wie letztes Jahr. Aber schön ist es allemal nicht. Weil hier hinten der Streifen, das ist schwierig zu mähen. Da kommst du da mit dem Mähwerk nicht rein. Das ist halt direkt am Gleisbett. Erst einmal wächst hier sowieso nichts Gescheites, das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Zweitens, das Mähwerk, das frisst sich hier, weil es halt alles so lang ist. Ja, jetzt fahren wir mal bis daher, wenn der mal Wiese gemäht hat, dann fahren wir ein Stück da rein. Nächstes Jahr wieder neu abstecken, kann wieder mal Wiese neu suchen. Muss ja auch nicht sein. Also, absenken, erster Gang, gleich gut die Untersetzung. Leid, dass es nicht so viel zu sehen gibt, weil es halt dunkel ist. Wie gesagt, ich kann halt mir die Zeit auch nicht raussuchen. Ich gehe auf Arbeit und wenn ich von der Arbeit komme, ist es halt nun mal meistens dunkel. Ich meine, das werden andere YouTuber, die Landwirtschaft im Nebenerwerb machen oder noch arbeiten gehen, mit Sicherheit bestätigen können. Kann ich halt nichts dafür. Ne? Es tut mir leid. Ich weiß, dass es da einige gibt, die ja,
nicht so sonderlich begeistert sind davon. Ich bin jetzt fertig, habe jetzt alles gemulcht. Ja, es mag jetzt Leute geben, die sagen, Mensch, sag mal, der IHC 3 Meter Arbeitsbreite oder warum fährst du so weit hüben? Ne, der hat natürlich keine 3 Meter Arbeitsbreite, aber ich überlappe gerne und ihr habt ja am Schluss gesehen, das mag jetzt für einige lachhaft sein oder einige mögen sagen, du bist ja blöd und so ein Geschisser machen. Hast ja wirklich jeden Rest mitgenommen. Ja, ich bin halt so. Ich bin einfach recht gründlich, was das betrifft. Und für mich gehört es einfach dazu, wenn ich eine Maschine habe, dann arbeite ich mit der und wenn ich arbeite, dann mache ich das gründlich und richtig. Ich lasse da dann nicht irgendwo einen Rest stehen, weil ich gerade keine Lust mehr habe oder so, sondern ich mache dann wirklich alles, weil ich mir denke, nö, gehört zu. So, jetzt hängt natürlich der Drehknopf drin noch. Scheiß Dreck. Machen. Schuhe ein wenig rauskratzen, ich muss das wieder nicht auf die Straße verteilen oder gar auf den Radweg. Fällt da eine Norwege mir. Ja, ich nehme es halt da recht genau. Ich sag, mag Leute geben, die lachen sich kaputt, die sagen, oh, du tust dich aber ab. Aber gehört für mich zu einem guten Ton. Ich meine, wir Landwirte, einige waren ja auf der Demo, wir möchten alle akzeptiert werden. Ich glaube, wenn ich mit der Rolle rückwärts fahre, ist glaube ich scheiße. Wir möchten alle akzeptiert werden, ist klar. Aber Akzeptanz erreichen wir halt nicht dadurch, dass ich dann vom Feld runterfahre mit einer Maschine, die dreckert ist. Das ist halt nicht gerade Sinn und Zweck. Man muss halt danach drauf schauen, dass man auf seine Mitmenschen ein wenig achtet und das geht halt am besten so. Gut, jetzt fahren wir heim und dann Feierabend. Thank you.
Ja, wir sind jetzt daheim. Ich mache hier mal das Rolltor zu. Den Mulcher hänge ich dann morgen ab. Ich lasse den IHC jetzt hier draußen stehen. Da passiert nichts. Ich gehe jetzt erst einmal auf Abendessen. Vielleicht räume ich mir dann noch auf. Mal gucken. Aber ich stelle ihn jetzt erst einmal hier ab. Erst einmal Abendessen. Ja. Wie gesagt, tut mir leid, wenn die Videos jetzt im Moment dann etwas dunkler ausfallen. Ist halt nun mal so. Ich kann schlecht hier Beleuchtungstechnik dann auch noch großartig mitführen und hinstellen und kann meine Wiese da beleuchten, also mit Bulldoxid. Ich weiß, das wäre natürlich schön, aber gut, es geht halt nun mal nicht. Ja, heute war es halt nur mal mulchen, mulchen, mulchen. Vielleicht nicht so interessant, aber ein paar Neuigkeiten habt ihr ja auch erfahren und ja, soweit, so gut. Ich mache jetzt dann Feierabend. Ich wünsche euch jetzt dann eine schöne Woche und man hört sich wieder. Bis die Tage. Servus, euer Michael.